Anna Kournikova und stehen gleich auf Anhieb im Finale dieser Damen-Doppelkonkurrenz. Lindsay Davenport, man wünscht ihr natürlich, dass sie hier einmal das Finale jetzt gewinnen kann. Im letzten Jahr stand sie ja auch mit Natascha Zvereva im Finale. Es ist aber nur zum Teil eine Neuauflage des Finales aus dem Jahre 98. Lindsay Davenport gegen Martina Hingis. Aber jeweils, sie hatten andere Partnerinnen. Martina Hingis gewann ja mit Mirjana Lucic aus Kroatien. Natascha Zvereva to serve. Und ja, erster Aufschlag jetzt in diesem ersten Satz, Natascha Zvereva. Love 15. Da gibt es gleich mal zwei Breakbälle für Martina Hingis, Anna Kournikova. War glänzend gespielt von Natascha Zvereva. Sie hat ja Riesenerfahrung. Da hat sie glänzend reagiert, hat antizipiert am Netz. Das war gar nicht so einfach.
Gute Raumaufteilung bei beiden. Die Abstimmung sehr gut. Man hat natürlich inzwischen auch Erfahrung. Lindsay Davenport hier an dieser Aufstellung auf der Rückhandseite, weil sie mit ihrer beidhändig geschlagenen Rückhand, wie hier zum Beispiel, enorm viel Druck machen kann. Also ein ganz munteres Auftaktspiel gleich zu Beginn dieses Finales. Sehr gute Ballwechsel, die Abstimmung, wie gesagt, sehr professionell, sehr gut bei beiden Doppelpaarungen, hat man das gesehen. Beide immer wieder aggressiv ans Netz, da machen sie den Raum sehr eng. Das ist natürlich ganz schwer dann zu passieren. Also das wird eine gute Auseinandersetzung, das hat sich ja auch schon in den Begegnungen zuvor, wenn man diese Doppelspiele immer wieder gesehen hat, angedeutet. Eines ist klar, meine Damen und Herren, 20 Minuten dauert das. Natürlich gab es einige Regentropfen schon auf dem Center Court, der Platz musste abgetrocknet werden. Das geht auch sehr, sehr schnell hier. Da hat man Übung. So, jetzt schlägt Martina Hingis auf. Oh.
Steht eins beide. Martina Hingis, die Welt, und natürlich, dass es Thomas Haas werden wird. Aber zuerst mal hier werden die Damen das Finale fertig spielen. Wie gesagt, zwei Gewinnsätze. Im Moment nicht abzusehen, natürlich, wann dieses Damendoppel beendet sein wird. Was für ein Gefühl. 15 Euro. Aber vorausgegangen wieder das Volley-Spiel von Lindsay Davenport, und das ist nicht ihre Stärke. Ohne Druck. 30-15. Melanie Molitor, die Dame ist inzwischen bekannt, die Mutter von Martina Hingis. Mutter und Coach. Sie hat ja selbst einige Jahre aktiv im Damencircuit gespielt. Inzwischen leben sie in der Schweiz, in Trübach. Return durch die Mitte, das ist immer am effektivsten. Und da gab es jetzt noch Abstimmungsprobleme zwischen Lindsay Davenport und Natascha Zvereva. Da wird Anna Kournikova erleichtert sein, weil sie hier ihr erstes Aufschlagspiel in diesem Doppel hat durchbringen können. Denn das ist schon ein bisschen die Achillesferse gewesen, vor allem auch in der Einzelkonkurrenz. Im Achtelfinale ist ja Anna Kournikova an Mary Pierce gescheitert. Auch da hat sie nicht besonders gut aufgeschlagen. Aber es lag nicht an ihrem relativ schwachen Aufschlag, dass sie da verloren hat. Sehr gut gespielt hat und Anna Kournikova überhaupt nicht ins Spiel kam, weil Mary Pierce, die Französin, sehr druckvoll und aggressiv gespielt hat. Und Anna Kournikova meist an der Grundlinie agieren musste. So, da spricht man noch einmal durch, was hier. Ja, da hat Lindsay Davenport sehr schnell reagiert. 15-14. Dem Break, dem verlorenen Aufschlagspiel von Lindsay Davenport, folgt ein Rebreak. Und damit steht es zwei beide, alles wieder offen in diesem ersten Satz. Going with the line judge.
15. Let's first service. Aus 40-0 wird ein Stand und jetzt wird es zum ersten Mal eng für die aufschlagende Natascha Zvereva. Kommt sie zu spät nach vorn, vielleicht hätte da auch Lindsay Davenport einen Schritt nach links machen können. Absprachen, wo kommt der erste Aufschlag hin? Kann natürlich der Partner dann schon sich auf den Return einstellen. Manchmal hat man auch das Glück der Tüchtigen. Tschüss. Lindsay Davenport sorgt da wieder für klare Sicht bei ihrer Partnerin Natascha Zvereva, die sich da mal kurz geärgert hat, weil sie voll auf den Schläger von Anna Kournikova gespielt hatte. Aber das hat sie korrigieren können. Fußfehler. Game. 3-2 für die Paarung Lindsay Davenport Natascha Zvereva.
Natascha Zvereva, wie gesagt, Nummer 1 in der Doppelweltrangliste. Sie hat 76 Doppeltitel in ihrer Karriere, das muss man sich einmal vorstellen. Dagegen stehen 3 in der Einzelkonkurrenz. 8 neue Paarung. Häufiger natürlich inzwischen schon mit Lindsay Davenport. Wie gesagt, im letzten Jahr standen diese beiden ebenfalls im Finale, das sie verloren haben. Das ist Mutter Alla, Mutter von Anna Kornikova. Inzwischen lebt ja die Familie Kornikova in Florida. Zwei zu drei aus der Sicht der Titelverteidigerin. Ja, tolle Ballwechsel. Das macht Spaß. Und sie hat Glück. Nehmen Sie Davenport. Sehr beweglich, Anna Kornikova. Sehr konzentriert, sie wartet auf ihre Chancen am Netz. Und ein Ass der Schweizerin Martina Hingis zum 3-beide im ersten Satz. Jetzt wieder die taktischen Absprachen. Und Lindsay Davenport schlägt auf. Ihr erstes Aufschlagspiel hat sie verloren. Ja, optimal. Optimal gespielt, aber dann zu hektisch, Natascha Zvereva. Ja, und jetzt nicht wieder mit der Hand drauflangen, dann muss man die Brille wieder putzen. Thank you.
der auch gesagt hat, dass sie nervlich nicht in der Lage war, das Spiel im entscheidenden dritten Satz noch einmal herumzureißen, als da Amélie Mauresmo mehr und mehr Druck machte und das Spiel bestimmte. Da hat Lindsay Davenport allzu früh, sagt Robert van 't Hoff, den Kopf hängen lassen und hat eine alte Schwäche, die man aus früheren Jahren bei ihr kannte, wieder gezeigt. Denn spielerisch hätte sie da durchaus mehr noch bringen können in diesem Halbfinale gestern. So, was macht der Aufschlag von Anna? Ihren ersten hat sie abgeben müssen. Oh, herrlich passiert, nur geblockt hat er. Lindsay Davenport hat mit dem Druck gespielt von Anna Kournikova. Und Martina hat da nicht ganz aufgepasst. Glänzend gespielt von Natascha. Immer wieder die Mitte gesucht. Drei Breakbälle. Was für ein Druck von Lindsay Davenport. Und der wäre fast noch gekommen, weil er direkt auf den Schläger von Anna Kournikova gespielt hat. 3:5 aus der Sicht von Martina Hingis, Anna Kournikova. Also zum zweiten Mal verliert Anna Kournikova ihr Aufschlagspiel im Verlauf dieses ersten Satzes. Jetzt schlägt wieder Natascha Zvereva auf. Werbung für das Damen-Tennis, keine Frage. 15-0. Breakball für Martina Hingis, Anna Kournikova.
Tschüss. Zweiter Breakball für Hingis Kornikova. Auch hier wieder Schwächen im Volleyspiel von Lindsay Davenport, die einfach keinen Druck dahinter kriegt. Das ist einfach viel zu harmlos. Ein Break zur richtigen Zeit. Kornikova Hingis verkürzen auf 5:4. Im Spiel der Weltranglisten Ersten Lindsay Davenport. Und sie spielt sehr effektiv an der Kornikova. Nach vorn geht hier Aufmunterung und Lob der Weltranglisten Zweiten Martina Hingis. Martina Hingis ist gestern übrigens ausgezeichnet worden von Geoff Pollard, dem Präsidenten des australischen Tennisverbandes. Sie hat den Grand Slam geschafft und sie spielte Paris, Wimbledon und die US Open an der Seite von Jana Novotná. Beste Szene von Lindsay Davenport. 15-0. Das ist natürlich zu harmlos, der Ball von Lindsay Davenport. Hat sie nicht ganz aufgepasst, war nicht konzentriert. Fünf beide. Alles wieder offen in diesem spannenden Doppelfinale, meine Damen und Herren. Wir haben bis jetzt hervorragende Ballwechsel gesehen.
der beste Ball von Anna Kournikova bisher. Herrlich. Hat eine tolle Phase gerade Anna Kournikova. Ihr gelingt sehr viel. Dann nimmt sie den Druck raus aus diesem Ball. Und viele Fehler jetzt im Spiel bei Lindsay Davenport, das weiß sie. Drei Breakbälle. Da hat sie das Netz berührt. Der Punkt an Hingis Kournikova, die jetzt mit 6:5 vorn liegen. Fehlerhaftes Spiel jetzt bei Lindsay Davenport, die da wieder einmal ihr Aufschlagspiel nicht durchbringen kann. Die einzige, die ihr Aufschlagspiel bisher souverän hat durchbringen können, ist Martina Hingis. Alle anderen haben ihr Service abgeben müssen. Zum zweiten Mal jetzt Lindsay Davenport. Und das ist natürlich eine Schwäche im Spiel des Doppels Davenport-Zvereva. Davenport und Natascha Zvereva haben ja im Halbfinale die Williams-Geschwister geschlagen. Williams Sisters. Venus und Serena haben einen Satz abgegeben. Einen Satz Verlust bis zu diesem Finale auch für Martina Hingis und Anna Kournikova. Auch im Halbfinale gegen Liza Remmert und René Stubbs. So, das wird jetzt ganz eng für Davenport und Zvereva. Was macht jetzt der Aufschlag wieder von Anna Kournikova, die jetzt zum Satzgewinn aufschlägt? Die beiden wirken konzentrierter und aggressiver. Und nach wie vor die Abstimmung zwischen diesen beiden optimal. Klug serviert von Anna Kournikova durch die Mitte auf die Rückhand von Natascha Zvereva. Die war schon ganz auf der anderen Seite gestanden, hat den Aufschlag auf ihre Vorhand erwartet. Und kurze Bälle, das ist Gift für Lindsay Davenport. Zwei Satzbälle. Da ist der erste Satz. Da spielt man die Szene noch einmal nach, wie das so alles gelaufen war. Und 7:5 nach einer Spielzeit von 44 Minuten an die Paarung Martina Hingis, Anna Kournikova. Ja, das gibt natürlich jetzt Gelächter, weil Martina Hingis da sagt, hier war er und hier gibt es sogar einen Abdruck. Nur da muss natürlich gezweifelt werden.
15. Keine Frage, Linse Devenport ist die Schwachstelle jetzt im Doppel Zvereva Devenport. Drei Breakbälle gleich zu Beginn dieses zweiten Satzes. Ja, die beiden hängen jetzt ein bisschen durch. Die Ausstrahlung, die positive Ausstrahlung nach wie vor bei diesen beiden, bei Martina Hingis und Anna Kournikova, gleich ein Break zu Beginn. Bei der einen nicht klappt, dann ist die andere auch nicht so motiviert. Dann denkt sie auch über die Partnerin nach, dann passieren ihr auch Fehler. Das war im Spiel jetzt bei Natascha Zvereva, die bisher sehr souverän, sehr beweglich vor allen Dingen gespielt hat, sehr aggressiv nach vorn ging. Das war jetzt deutlich zu sehen, dass sie da ein bisschen resigniert hat bei ihrem ersten Aufschlagspiel zu Beginn hier dieses zweiten Satzes. Und wie das eben so ist, die einen mit fehlerhaftem Spiel, das macht dann nachdenklich. Letztendlich 5:7 der erste Satz. Schauen Sie, interessant, die beiden eigentlich fast von hinten und der Ball hat dann doch noch die Linie gekratzt. Der Ball ist aus. Nein, er wird gut gegeben. Pardon, ich habe ihn zunächst ausgesehen. Schauen wir noch mal genau hin. Guter Ball. Auf der Linie. Tschüss. Zu lang. Breakball. Wichtig, dass diese beiden jetzt dranbleiben, um dieses Finale weiterhin offen zu halten. Breakball für Linse Devenport, Natascha Zvereva.
das ist gut gegangen. Die Taktik war zunächst einmal, Lindsay Devon hat gesagt, lass mich mal da hinten stehen bleiben. Ich versuche sehr viel Druck zu machen mit meiner beidhändig geschlagenen Rückhand. Das ist diesmal aufgegangen. Viel Druck in den Bällen, das ist ganz schwer zu retournieren, keine Frage. Da kann man dann den Druck nicht rausnehmen, wie jetzt zum Beispiel bei Martina Hingis, der Ball dann zu lang. Und Martina Hingis hat zum ersten Mal im Verlauf dieses Finales ihr Aufschlagspiel verloren. Da passt sie einfach nicht auf, Lindsay Devonport. Da hat sie den Punkt schon abgehakt und rechnet nicht mit diesem Ball von Anna Kournikova. Jetzt hat sie alles wieder gut gemacht. Hoch konzentriert jetzt. Nach Break gleich das Rebreak zum 1 beide. Jetzt also 2:1 für Lindsay Devonport und Natascha Zverev. Anna Kournikova hat ja bereits Grand Slam-Erfahrung in der Doppelkonkurrenz. Sie stand 98 bei den French Open im Halbfinale mit Larisa Neiland aus Lettland. Sie sind gescheitert an Martina Hingis und Anna Kournikova im Achtelfinale. Steffi Graf hat ja auch, um Matchpraxis zu erhalten, hier die Doppelkonkurrenz mitgespielt. In der zweiten Runde kam das aus. Sie hat gespielt mit Ines Gorosciategi, mit der Argentinierin. Come on, come on, sagt da Mutter Allah. Der Lob zu kurz. Und ein Ass, was man höchst selten bei der aufschlagenden Anna Kournikova sieht. Ein zweites hinterher, das sie durch die Mitte spielt. Es steht 2:2. Jetzt schlägt Natascha Zverev wieder auf mit neuen Bällen. Jetzt schauen wir mal, was die beiden da abgemacht haben. Love.
Ja, da hat Anna Kournikova viel Glück, weil da die Netzkante im Spiel ist. Damit hat sie Zeit, noch an den Ball zu kommen. Zwei Breakbälle. Nach wie vor ein aggressives, gutes Spiel von Anna Kournikova. Beide nach wie vor die Abstimmung, um es noch einmal zu sagen, von Martina Hingis und Anna Kournikova ist besser. Das liegt auch daran, dass natürlich die Beweglichkeit der Weltranglistenersten Lindsay Davenport nicht gerade die beste ist. Sie hat sicherlich das druckvollste Spiel von diesen vier Finalteilnehmerinnen. Aber mit der Beweglichkeit ist es einfach bei Lindsay Davenport nicht zum Besten bestellt. Und das ist in einer Doppelkonkurrenz natürlich doppelt wichtig, weil man hier den Raum eng machen muss, weil man ganz schnell ans Netz vorstürmen muss, um dann mit den Wolle den Punkt zu machen. Und da hat Lindsay Davenport ganz einfach Probleme. Da hat sie noch Hemmungen, richtig durchzustarten. Und da macht sie ganz einfach auch Fehler. Jetzt Aufschlag wieder von Martina Hingis. Der ist gut. Sie spielt lieber von hinten, Lindsay Davenport. Aber das ist natürlich auch riskant. Nach diesem Doppelfinale, meine Damen und Herren, um es noch einmal zu sagen, wird Tommy Haas sein Halbfinale spielen. Tommy Haas gegen Jewgeni Kafelnikov. Also bleiben Sie dran. Wenn Sie jetzt noch auf sind, dann bitte dranbleiben. Möglicherweise ist das hier in zwei Sätzen beendet. Knapp im Aus. Spielball zum 4:2. Und wieder der entscheidende Punkt von Anna Kournikova. Thank you.
Erneut zwei Breakbälle gegen die aufschlagende Lindsay Davenport. Vielleicht ist sie jetzt die Matchwinnerin Anna Kournikova, die da sehr beweglich am Netz spielt. Hervorragend. Sich da lang macht. Und dann wieder Endstation hier bei Lindsay Davenport. Erneut Breakball. Der Ball ist aus. 2:5 aus der Sicht von Lindsay Davenport, Natascha Zvereva, die in New York beim Masters noch so glänzend miteinander harmoniert haben, als sie das Masters Doppel gewannen. Davenport bleibt an der Grundlinie stehen und gibt den ganzen Raum den Gegnerinnen und die nutzen das. Sie sind viel schneller nach vorn, sehr, sehr flexibel, beweglich in den letzten Spielen vor allen Dingen. Lob zum Erfolg kommen und das ist ein hochriskantes Spiel, das sich bisher bei Lindsay Davenport und Natascha Zvereva nicht ausgezahlt hat. 5:2 aus Sicht der jetzt wieder aufschlagenden Anna Kournikova und sie schlägt zum Matchgewinn. Der Blick nach außen zu Pavel Sloshil. Ganz kritische Phase jetzt für Anna Kournikova. Wie gesagt, nicht gerade die aufschlagstärkste. Jetzt hat sie die Verantwortung. Und hektisch Natascha Zvereva, die da ungeduldig wird, den Punkt gleich machen will und dann der Fehler. Zwei Breakbälle für Davenport Zvereva.
Ja, also sie bleiben noch mal dran. Gehen Sie Davenport. Natascha Zvereva verkürzen auf 3:5 in dieser entscheidenden Phase, als da Anna Kournikova zum Matchgewinn aufschlägt. Kann sie nicht den Druck in den ersten Aufschlag setzen, der notwendig gewesen wäre. Das hat natürlich mit dem Nervenkostüm zu tun. Da hat sie schon gemerkt, mein Gott, jetzt habe ich die Verantwortung für das Ende dieses Finales möglicherweise. Und das hat man ihr angemerkt. Aber ansonsten ein hervorragendes Spiel von Anna Kournikova, die die meisten Punkte am Netz machte. Natascha Zvereva war jetzt beim Aufschlag. Drei Matchbälle für Martina Hingis, Anna Kournikova. 0:40 aus der Sicht der aufschlagenden Natascha Zvereva. 1:11 exakt gespielt. Glänzend durch die Mitte gespielt von Anna Kournikova. Der Ball ist gut und das ist der Sieg. Martina Hingis, Anna Kournikova gewinnen das Doppel bei diesem Grand Slam der Australian Open 99. Was für eine Freude. Da haben sie Premiere gefeiert hier, Down Under. Haben gesagt, lass es uns einmal versuchen, wir beide. Wir haben ja eigentlich noch nie Doppel zusammen gespielt. Und dann dieser Erfolg. Standing Ovations des Publikums. Beide verneigen sich in Dankbarkeit, weil sie so unterstützt worden sind. Und Freude natürlich bei Mama und bei Pavel Slossl, dem Trainer von Anna Kournikova. Ja, Glückwunsch auch von Peter Bellinger, dem Oberschiedsrichter dieses Turniers. Nach wie vor, sie haben beide hervorragend harmoniert. Und die Aufschlagschwäche von Anna Kournikova, die hin und wieder doch sichtbar war, hat sie kompensiert und wieder gut gemacht durch ihr aggressives Spiel am Netz. Da hat sie sehr, sehr viele Punkte erzielt und vor allen Dingen durch ihre Beweglichkeit. Sehr schnell auf den Beinen und viele Punkte hat sie da machen können in dieser Begegnung. Und sie ist ganz glücklich, Martina Hingis, die Weltranglistenzweite, die wieder einmal hier die Doppelkonkurrenz für sich entscheiden konnte. Wie gesagt, im letzten Jahr hat sie ja an der Seite der Kroatin Mirjana Lucic dieses Doppel hier schon gewonnen. Gegen dieses Paar, das heute wieder verloren hat, war zweifellos hier bei der Paarung Davenport Natascha Zvereva war die Weißrussin, die da sehr aggressiv immer wieder ans Netz gegangen ist. Aber nach wie vor, es hat nicht ausgereicht, die druckvollen Schläge der Amerikanerin Lindsay Davenport, denn sie hat am Netz einfach zu viele Fehler gemacht, konnte die Volleys, die man eigentlich abhaken muss, nicht für sich entscheiden, konnte die Punkte nicht machen.
und war lange Zeit Ende des ersten Satzes und zu Beginn der zweiten Sätze der Schwachpunkt in der Paarung Zvereva, Natascha Zvereva und Lindsay Davenport. Spaß gehabt haben. Natascha, thank you. And now to our champions for 1999. And as Natascha referred to, one who's just won her first Grand Slam event. And also another jetzt, who's quite used to this sort of presentation. Sieger, our champions for 1999, Martina Hingis and Anna Kournikova. Gratulation und Freude hier bei Mama. Und das ist der Preis. Der Pokal, wieder von Jeff Pollard überreicht. Die Kängurus nicht vergessen. Für Martina Hingis und Anna Kournikova. Welch eine Premiere. Zum ersten Mal haben sie zusammen gespielt. Und der erste Grand Slam-Erfolg. Nicht für Martina Hingis, aber für Anna Kournikova. Und das ist für sie etwas ganz Großes. Now, Anna, I think we'll let you go first. Is that okay? $283,000 für die beiden Gewinnerinnen, natürlich jede. Danke an Natascha für die schönen Worte. Vielen Dank. Ich bin ganz begeistert über meinen ersten Grand Slam-Sieg hier. One of the best events in the world, of course. And I would like to thank my coach, Pavel Slosil, for being Dank with an me. Pavel I'd like to thank my mother, Slosil, and then coach, and Mutter Alla. I'd like to thank my family back at home, and I'd like to thank Mr. Fischer. And I would like to also thank all the people and Dank for supporting us. And the last but not the least and the most, I'd like to thank Martina for playing with me. And I'm Natürlich really, really der Dank an Martina, dass sie mit mir gespielt hat. With Martina. Thank you. So, und jetzt Martina Hingis. I know you've been saying like for me it got I'm got pretty used to it standing here, but ich habe ja schon einige Jahre hinter mir, ich stehe schon häufiger hier. Ich habe die Doppel mit verschiedenen Partnerinnen jeweils gespielt. Letztes Jahr mit Mirjana Lucic. Das war wieder etwas ganz Besonderes, jetzt mit Anna zu spielen. Luck for me to go into the next day for the semi for the finals in singles. So I'm winning this doubles before, and I hope it brings good luck again. And just thank for everybody for the support, and you've just been great. And I hope also wir hoffen, dass wir noch weiterhin Erfolg haben werden. Und noch einmal der Dank an das Publikum. Thank you, Martina. Of course, makes sie steht ja morgen im Finale der Einzelkonkurrenz. That concludes our presentation. The round of applause, if you would, once again for the runners-up and our champions for 1999. Noch einmal Beifall für die Unterlegenen und für die Gewinner. And of course, the tennis continues in a moment with the men's semi-final match with Yevgeny Kafelnikov and Tommy Haas. Und hier ist es angekündigt, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Halbfinale der Herrenkonkurrenz. Tommy Haas, meine Damen und Herren, spielt gegen Yevgeny Kafelnikov. So, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis der Center Court wieder geräumt ist. Jetzt gibt es die üblichen Siegerfotos. Strahlenden Damen Martina Hingis und Anna Kournikova. Ich bin sicher, dass die beiden Herren, die jetzt hier gleich den Center Court betreten werden, Tommy Haas und Yevgeny Kafelnikov, die Schlussphase zumindest dieses durchaus hochstehenden Damenfinales im Doppel beobachtet haben, sich möglicherweise etwas abgelenkt haben vor ihrem Auftritt hier beim Männerhalbfinale. Bilder, die wieder um die Welt gehen,
ersten Doppel hier immer wieder im Blickpunkt der vielen, vielen Zuschauer standen, die jeden Tag im Melbourne Park waren, um Tennis zu sehen. Und Damentennis war, wie gesagt, immer wieder sehr begehrt. Und vor allen Dingen natürlich diese attraktive Paarung. Das Damentennis, keine Frage, steht im Moment wieder hoch im Kurs. Viele Fans hat sie hier in Australien, aber wohl nicht, Anna Kournikova.